Willkommen hier zum Gartenrundgang im Mai. Du siehst hier direkt, ich gehe mit dir mal wieder komplett von vorne nach hinten einmal durch. Hier der Bambus, der sieht richtig schön grün aus. Hier sind auch die neuen Triebe schon herausgekommen. Da sind sie. Die sind ein bisschen kümmerlicher, also sind nicht alle so gut gekommen, aber die werden alle irgendwann, ich denke mal spätestens nächstes, übernächstes Jahr, wenn die Wühlmaus die mal in Ruhe lässt, dann werden hier auch schöne 2,50 Meter hohe Bambuspflanzen irgendwann stehen. Ja, gehen wir mal hier hin. Die Hortensie, die treibt schon aus. Sieht mir nicht ganz gesund aus, wobei ich glaube, diese roten Blätter sind normal bei der Hortensie. Das ist dieses Pampagras, ist auch nicht eingegangen, wird auf jeden Fall auch kommen. Das freut mich doch. Der Birnenbaum hier, der hat schon richtig Blätter bekommen. Der hatte irgendwie diese Kräuselkrankheit oder da war so ein bisschen irgendwie so ein Pilz drauf. So sah das aus. Ich habe da aber so ein Zeugs drauf gesprüht. Jetzt ist das besser geworden. Hier sieht man übrigens auch die Birnenblüte, hast du leider verpasst. Aber hier, da sieht man schon die kleinen Birnchen dran. Also mal gucken, vielleicht kommen welche dran oder vielleicht wären die was, weil letztes Jahr sind die auch hier vom Apfel abgefallen. Aber wahrscheinlich einfach, weil der Baum noch zu klein ist und zu schwach. Ja, der Apfel blüht hier übrigens noch. Hier, die Blüten sind schon durch. Also Apfel ist ein bisschen später, zumindest diese Sorte, als meine Birne. Da ist die Maulbeere, da war letztes Mal noch nicht viel dran. Da kommt jetzt das Grün durch, aber das scheint noch ein bisschen zu dauern. Ah ja, übrigens, hier, da scheinen hier schon die kleinen Maulbeeren dran zu sein. Also die hat wohl auch geblüht. Habe ich verpasst, habe ich nicht gesehen. Oder die Blüten kommen noch, ich weiß es nicht. Ja, hier haben wir die Kaki. Das ist ja jedes Mal rate ich wieder neu, was ist. Oh ja, das ist die Kaki. Und da kommen ein paar Blätterchen. Also da ist dieses Jahr noch nicht viel zu erwarten. Das sind auch so kleine Spinnenweben. Ich hoffe, die hat nicht auch diese Pilzkrankheit. Also ich werde die mal alle besprühen hier, die vorm Haus sind. Der Wein hat richtig Blätter bekommen. Der hat richtig stark ausgetrieben. Da sieht mir das auch schon so aus, als würde da was blühen. Mal schauen, ob dieses Jahr was drankommt. Dieser hier auch, der wächst aber nicht da an, wo er soll. Der soll eigentlich hier oben hin wachsen. Die Rankhilfe, die kommt erst nächstes Jahr. Ich lasse den dieses Jahr erstmal einfach so wachsen. Weil das Fenster hier kommt noch neu und dann will ich da nicht dran rumbasteln, bevor das Fenster dann soweit ist. Ja, die Tomaten sind noch nicht, die kommen jetzt in einer Woche. Das Wetter scheint so, dass ich die Tomaten und so im 1. Mai schon auspflanzen kann. Ich könnte sie jetzt auch schon auspflanzen. Nachts sinkt das nicht auf minimale Temperatur, sind glaube ich 7 Grad aktuell. Das hält sich auch ganz gut so. Hier ist ja alles automatisch bewässert. Ja, das ist ja der Fagesia Murillae Bimbo. Der hat auch schon ausgetrieben. Ich suche mal eine Pflanze, wo du das auch vernünftig sehen kannst. Bei diesen hier anscheinend nicht. Da unten, da kommen die neuen Triebe. Das ist immer hier von allen Bambussorten, die ich habe, der späteste. Darum, so sieht das Ganze aus. Und hier, da kommen auch neue. Den habe ich ja letztes Jahr eingepflanzt. Der ist ein bisschen verkümmert, weil er nicht genug Wasser gekriegt hat. Da kommen aber auch schon welche, also durchkommen wird er. Hier übrigens bei dem Fagesia Robusta Campbell. Da siehst du, dass die neuen Triebe hier schon ungefähr einen Meter lang sind. Die gehen noch auf 2,50 Meter, 3 Meter Höhe. Auch da hinten bei den Bambuspflanzen. Ja, die treiben hier alle richtig kräftig aus. Da siehst du richtig den Austrieb hier zum Frühjahr. Meine Kübel habe ich teilweise bepflanzt. Da ist noch Zitronenmelisse. Hier ist Liebstöckel. Der ist richtig abgegangen. Hier auch mein Majoran. Der ist richtig gewachsen. Schnittlauch lässt noch auf sich warten, aber der kommt auch noch. Hier habe ich einfach nur aus Spaß einen kleinen Salat reingepflanzt. Da kommt eigentlich kommt dann Basilikum rein. Da ist Schnittknoblauch aus dem letzten Jahr, der große. Und den kleinen werde ich noch weiter in denselben Kübel dazusetzen. Und hier haben wir, glaube ich, noch Thymian. Der ist ein bisschen vertrocknet im letzten Jahr. Ich weiß auch nicht, warum. Wasser genug hatte er. Ja, hier hinterm Bambus, so sieht es aus. Da habe ich 3 glatte Petersilienpflanzen eingepflanzt und hier habe ich 3 krause Petersilienpflanzen eingepflanzt. In der Mitte auch einen kleinen Salat. Der wird durch sein, bevor der Petersilie größer wird. Kommen wir nach hinten aufs Grundstück. Da ist die Säulenkirsche. Die ist schon, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt. Jetzt blüht sie endlich mal und sind aber immer noch nicht so viele Blüten dran, wie ich das erwartet habe, weil ich den falsch geschnitten habe. So eine Säulenkirsche darf man nicht so klein halten. Das wird zwar eine Säule, aber eine etwas breitere Säule wie der Apfel. Also Apfel kann man als ganz schmale Säule halten. Und diese Kirsche, die sollte so 60, 70 cm breit sein. Das habe ich nicht beachtet, aber mal gucken. Vielleicht kommen ja ein paar Kirschen dran.
Da ganz hinten mein wunderbarer Weihnachtsbaum oder das, was irgendwann mal mein Weihnachtsbaum wird. Da kommt dann ja eine schöne Beleuchtung dran. Der treibt hier auch aus, sieht man schön an den hellgrünen Spitzen. Oh ja, jetzt gehen wir mal direkt hier, gucken mal mein Gemüsebeet an. Knoblauch ist hier gepflanzt. Der kommt, das dauert ein bisschen länger, wenn man ihn einpflanzt und bis der dann wirklich da ist. Dann haben wir hier Wurzelpetersilie, der dauert auch ganz lange, da ist noch nichts von zu sehen. Mairübe, die kommen schon so langsam da, die kleinen Pflänzchen. Dann Schwarzwurzel, dauert auch ganz, ganz lange. Kommt, glaube ich, auch noch nicht, oder ist es? Aber nee, das scheint mir Rasen zu sein. Dann haben wir hier Rettich, der ist auch ziemlich schnell gekommen. Die Reihe ist aber nicht vollständig. Und hier kommen dann die Ackerbohnen. Also auch diese dicken Bohnen sind das, die man da so rauspulen muss nachher. Da, die kommen schon richtig gut hier. Dann kommen hier die Eisradieschen, die sind echt super gewachsen. Die Reihe ist fast vollständig. Dann habe ich hier Pflücksalat ausgesät. Davon kommt noch gar nichts. Hier haben wir Mais noch. Der kommt auch noch nicht, aber ich werde Mais vorziehen und dann auspflanzen. Hier haben wir vom Markt gekauft Blumenkohl und dann noch zwei Salate. Also wie gesagt, die Reihe, das ist jetzt erstmal nur ein Test. Mit Kohl ist immer so eine Sache, da wollte ich dieses Jahr noch nicht so viel von machen, weil das anspruchsvoll ist wegen dem blöden Kohlweißling. Da muss man mit Gemüseschutznetzen und so arbeiten. Ich mache erstmal dieses Jahr einmal einen Test und wenn das gut klappt, dann mache ich nächstes Jahr mehr. Da haben wir Kidneybohnen hier, die kommen noch nicht, die habe ich aber erst vor 3-4 Tagen gepflanzt. Hier sind nochmal zwei Reihen, die sind auch neu gepflanzt, das sind auch wieder die dicken Bohnen. Die Erdbeeren, die blühen hier richtig toll, also sind richtig viele Blüten dran, wie man hier sieht. Da werden wir auch gut ernten. Die normalen Radieschen, die kommen echt immer super. Das ist echt wirklich was für Anfänger. Die gelingen immer. Dann haben wir Karotten, die sind leider noch nicht. Die habe ich schon vor 3-4 Wochen. Also die müssten jetzt so langsam rauskommen oder ich sehe mal was nach. Und dann haben wir hier noch Ackerbohnen. Also steht zwar dicke Bohnen drauf, aber das sind hier diese sogenannten Ackerbohnen. Die sind noch ein bisschen anders. Ich werde sie dir zeigen, wenn sie fertig sind. Ich habe das auch noch nicht verstanden, was dicke Bohnen sind und was Ackerbohnen sind. Ja, dann drehe ich mich hier mal weiter. Genau, da geht es chronologisch weiter. Wollen ja von vor nach hinten durchgehen. Das hier ist die schwarze Johannisbeere. Auch schön grün geworden. Ah ne, das ist die Josterbeere. Die wird aber dieses Jahr wahrscheinlich auch noch nicht tragen oder nicht viel tragen. Das ist die gelbe Kirsche, die ist auch schon mit der Blüte durch. Und wie es aussieht, kommen hier tatsächlich schon Früchte dran, so sieht das Ding aus. Hoffentlich ist der Baum groß genug, dass er dann auch was trägt. Hier ist tatsächlich dann die schwarze Johannisbeere. Da kommt so langsam, die lässt auch noch auf sich warten, die trägt dieses Jahr sowieso nichts. Da ist noch eine kleine schwarze Johannisbeere. Das war wirklich nur so ein Stock, wie ich sie eingepflanzt habe vor ein paar Wochen. Also die kommt jetzt auch. Die Birne war auch stark befallen von dieser Kräuselkrankheit oder diesem Pilz. Aber das scheint mir besser geworden zu sein durch dieses Spritzmittel. Ich werde das noch einmal drauf machen. Das ist so ein Kupferpräparat und ja, hier sind auch schon die kleinen Birnchen zu sehen. Die ist also mit der Blüte auch schon lange durch. Dann haben wir noch irgendein Bäumchen. Ich weiß nicht, was das hier genau ist. Sunflower, ach so, das war die, das auch wieder eine Kaki ist, keine Ahnung. Kaki irgendwie so. Aber die hatte ich vorne doch schon, weiß ich nicht. Siehst du in den anderen Videos. Da kommen so, ja, hier so komische Knospen dran. Da sind so zwei Knospen, ob das die Blüten sind, ich weiß es nicht. Und hier sind so, treiben so Blätter aus. Also hier kommen so komische Knospen dran. Und dann hier oben kommen die Blätter. Also keine Ahnung. Sehr interessant. Auf jeden Fall schön, dass das Ding nicht eingegangen ist. Der kommt auf jeden Fall. Hier blüht irgendwas. Da, vielleicht kommen dann ganz paar Bärchen schon dran. Das Ding habe ich, das ist eine Aronia-Beere. Genau. Die haben wir, glaube ich, hier nochmal. Und da ist nämlich nochmal die Aronia-Beere in klein. Also zweimal habe ich das Ganze. Und dann gehe ich mal hier weiter zum Wasser. Da habe ich einen Lorbeer, ja, habe ich von meiner Nachbarin geschenkt bekommen. Der ist hier ein bisschen braun geworden, ist aber egal, der kommt sowieso. Das Zeug ist auch nicht so leicht kaputt zu kriegen. Hier haben wir Goji-Beeren, die kommen eigentlich auch. Also die habe ich irgendwie letztes Jahr einfach nur irgendwo am Rand im Topf stehen gelassen. Die sind mir nicht eingegangen, finde ich super. Also die scheinen auch robust zu sein. Hier ist eine kleine Blaubeere, da wird auch noch nichts dran kommen. Ich glaube nicht, dass die blüht noch dieses Jahr. Und hier nochmal eine Goji-Beere. Genau, so sieht es hier aus. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir laufen schon auf den Erdbeerbaum zu. Da ist nämlich der Erdbeerbaum und da sieht man wunderbar solche ja, die neuen Triebe hier vorne. Das ist übrigens, das Ding heißt zwar Erdbeerbaum, aber das, was da dran kommt, das schmeckt überhaupt nicht nach Erdbeere. Also die Dinger sehen so aus, wenn sie fertig sind. Die sind so ein bisschen irgendwie wie Litschis. Vom Geschmack her
schmecken auch ein bisschen mehlig, also jetzt nicht so lecker wie Erdbeeren, ist aber auch was ganz Nettes für zwischendurch, wenn man mal ein bisschen was Lust auf was Exotischeres hat. Ja, das ist immer eine nette Sache, aber der wird noch nicht, wahrscheinlich noch nichts tragen dieses Jahr. Ich habe einen wesentlich größeren gehabt und das hat auch immer eine Weile gedauert. Das wird so ein richtiger, das wird so strauchartig, das Ding, das gibt es aber auch als Hochstamm. Hier sehen wir nochmal bei dem Bambus hier hinten noch schon mal schön die neuen Austriebe. Da sehen wir sie, die ragen schon hier bis hierhin hoch. Ja, ich gehe mal einfach hier die Bambusreihe mit dir durch, dass du das mal wirklich hier siehst, wie viel da kommt. Ah, da kommt jetzt nicht so viel an den Pflanzen. An der Innenseite kommt noch mal wesentlich mehr. Oh, hier, da kommt ein richtig fetter raus. Hier, das wird bestimmt, ah, der geht bestimmt auf 3 Meter, 3,50 Meter Höhe. Das ist ein richtig dickes Teil. Ja, die Bambuspflanzen hier, die, ich weiß nicht, ob die sich noch erholen, also die sind so, die sehen mir nicht gesund aus. Das liegt aber, bin ich mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass hier riesige Linden stehen. Die haben den ganzen Boden durchwurzelt. Die nehmen denen entweder das Wasser weg oder den Platz unter der Erde. Also das, mal gucken, ob das noch was wird, ob ich die irgendwann mal wegmachen muss oder nicht. Wenn ich sie wegmachen müsste, dann kommt das irgendwann an der Böschung hier lang, der Bambus. Aber nicht komplett, nur bis hier zu den Linden wegen Sichtschutz. Ja, so sieht es hier aus. Das Ganze hier wird ja noch eingepflanzt an der Böschungskante. Das sind solche, ich glaube, die nennen sich Immergrün oder so. Die bilden sehr tiefe Wurzeln, also sehr super als Uferbefestigung. Und ja, hier sieht es aus, da sind jetzt noch Austernseitlinge habe ich da angepflanzt. Das will ich auch mal probieren, ob das was wird, weiß ich nicht. Ja, so sieht es dann hier hinten aus. Da ist mein Bambus zwischengelagert. Oh ja, ich gehe mit dir auch noch mal hier hinten hin. Das ist nämlich noch mal wichtig. So, da haben wir Bärlauch. Den werde ich heute wahrscheinlich ernten und da irgendwas draus machen oder mir die Blätter einfach einfrieren, weil jetzt blüht er schon. Ich denke mal, jetzt gerade so kann man den noch essen. Ja, dann haben wir hier... Ach, was war das denn noch? Das war irgendwie eine Berberitze, glaube ich, so eine Berberitzenhecke. Hier haben wir noch die Himbeere, die ganzen Holzschnitze. Das ist ein Experiment, das ist für die Austernseitlinge, der Nachwuchs. Das züchte ich da drin. Und dann haben wir hier noch... Ja, Kirschlorbeer, das kommt noch hier auf das Grundstück als Sichtschutz noch. Ja, hier wächst noch gar nichts. Hier habe ich übrigens eine Reihe Stangenbohnen gepflanzt. Die ranken dann hier am Holzlager hoch. Davor eine Reihe Erbsen und davor kommen dann Tomaten. Eine ganze Reihe. Dafür habe ich die Bewässerung hier schon vorbereitet. Dafür liegen diese ganzen kleinen roten Nippel. Das ist jedes bewässert eine Pflanze. 8 Stück so. Und hier kommen 8-mal Einlegegurken. Da habe ich mir extra so ein riesiges Gurkenglas geholt mit 20 Liter Inhalt, da wird es dann ganz viele Einlegegurken geben. So, jetzt gehe ich mal hier zu auf den, was ist das? Das ist der Walnussbaum, genau, da freue ich mich, wenn der groß ist oder schon nach 3-4 Jahren, da wird er schon was tragen. Der ist auf jeden Fall auch was geworden, der ist nicht tot, wie ich letztes Video noch gedacht habe. Also wie gesagt, hier, da kommen die Blätter, der ist nur ein bisschen später dran wie alle anderen. Ganz hier hinten auf dem Grundstück, da habe ich ja den kleinen Bambus hier eingepflanzt, Fagesia Robusta Campbell. Auch der hat hier ausgetrieben, nicht so super toll, aber nächstes Jahr wird er bestimmt schon so einen Meter haben, 1,20 Meter. Hier, da kommt ein etwas höherer Austrieb jetzt hier, da wächst natürlich auch Unkraut dazwischen. Ja, so sieht es hier aus, das wird mir auch schön die Böschung hier befestigen. Und ja, ich denke mal, du hast alles gesehen. Dann verabschiede ich mich mit diesem Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.